Hallo, liebe Zuschauer. Es ist der 16. März und im zweiten Teil gibt es das traditionelle Update von den Fronten, was in der letzten Nacht passiert ist und was sich heute Morgen geklärt hat. Wir beginnen also mit der traditionellen Südfront. Die ganze Nacht über haben die ukrainischen Verleger und das ukrainische Militär auf die Landung in Odessa gewartet, aber sie ist nicht wieder gelandet. Aber die militärische Infrastruktur wurde getroffen, mehrere schwere Raketenanschläge auf die Einheiten in der Nähe von Odessa. Die russische Flotte ist auf See und kann in wenigen Stunden an jenem Teil der Küste auftauchen. Aber es gibt keine Landung. Wir gehen weiter in Richtung Nikolajew. Und hier möchte ich auf das Thema zurückkommen, mit dem meine Sendung gestern endete, dass hier von Saluzny ein großer Gegenangriff der ukrainischen Armee angekündigt wurde. Wir werden sehen, was bis morgen früh passieren wird. Und wissen Sie, am Morgen wurde das Ganze zu einer echten Farce. Aber eigentlich war nichts anderes zu erwarten. Eine dieser Richtungen war Nikolajewgesor. D. H. Nikolajew-Gouverneur Kim sprach augenzwinkernd davon, was ihr habt. Erwartet eine Überraschung von uns. Dann gab es nachts in den ukrainischen Kneipen viele Nachrichten, dass die ganze Stadt diese Geräusche hören konnte, dass es eine Art Angriff auf Kherson gab. Nun, ich bin derjenige, der es nicht auf sich beruhen ließ. Ich sagte, Wasser, du kennst die Situation, wenn die ganze Stadt Nikolajew in den Kneipen darüber geschrieben hat. Kannst du dir dann vorstellen, wie ernst der ernste Angriff ist? Und wie wir wissen, endete alles mit Raketenartillerieeinschlägen auf den Flugplatz in Kherson, und nur damit Sie es verstehen, die Entfernung dorthin beträgt weniger als 40 Kilometer. D. H. Man kann den Flughafen von Kherson leicht mit Hurrikan treffen und auch mit Tornado, einem Mehrfach-Raketenwerfersystem, das zum Inventar der ukrainischen Streitkräfte gehört, das Äquivalent von Hagel. Das heißt, die Raketen können bis zu 40 Kilometer weit fliegen, was bedeutet, dass ein Artillerieangriff auf den Flugplatz vom Stadtrand von Nikolajew aus kein Problem darstellt, und das hat es auch nie gegeben und wird es auch nie geben. Es ist klar, warum, es wurde getan. Und im Allgemeinen wurde diese Gegenoffensive angekündigt. Es ist klar, warum, weil sie ein komplettes Chaos an der Front haben. Und vorgestern wurde bekannt gegeben, dass die Region Kherson vollständig unter der Kontrolle der russischen Armee ist. Und es war notwendig, der Ukraine zu zeigen, dass, nein, nicht alles. Wir kämpfen hier noch. Wir können sogar die Hauptstadt der Region, die Stadt Kherson, angreifen. Nun, eine solche Offensive hat stattgefunden, und es muss gesagt werden, dass genau an diesem Ort diese sogenannte Gegenoffensive, die aber in Wirklichkeit nur ein Artillerieangriff war, die größten Ergebnisse erzielt hat. Nach verschiedenen Schätzungen wurden mehrere Hubschrauber entweder beschädigt, abgeschossen oder verbrannt. Ich weiß nicht, das Foto, das im Internet kursiert, ist fragwürdig, es wurde eindeutig tagsüber aufgenommen, und der Angriff, erinnern Sie sich, fand nachts statt. Auf jeden Fall, was auch immer es war, es zählt nicht als Offensive. Der zweite Punkt der Offensive war Saporischschja. Südlich von Saporischschja-Gabeln gibt es eine starke Artilleriegruppe, die versuchte, russische Einheiten zu treffen, aber einen Gegenangriff erhielt, und man beachte, dass niemand in der Gegend von Saporischschja behauptete, die ukrainische Armee habe einen Gegenangriff gestartet. D. H. In der Regel ein Gegenangriff, und nach meinen Informationen hat die Armee diesen Kampf verloren. Nun, um das Thema Gegenangriff der Armee zu beenden, dann werden wir uns in Richtung Donetsk bewegen. Gehen wir nach Kiew, denn dort spielten sich die wichtigsten Ereignisse im Internet ab. Den sogenannten Patrioten zufolge hatte die ukrainische Artillerie bis zum Morgen alle russischen Streitkräfte in dieser Richtung weggeblasen. Sie gerieten in Panik und rannten zur weißrussischen Grenze, wurden 50-60 Kilometer zurückgedrängt. Das war die stärkste Offensive der SU. Eine Menge verschiedener patriotischer Teilöffentlichkeiten trugen es sofort weiter. Aber am Morgen, gegen 19 Uhr, verschwanden all diese Meldungen, weil die Einheimischen sich beteten, seid ihr alle normal? Im Gegenteil, die russischen Truppen gingen in die Offensive und nahmen Brückenköpfe östlich des Flusses Irpen ein. Sie durchbrachen im Wesentlichen die Verteidigungslinie, die die Armee in dieser Richtung errichtet hatte. Es handelt sich also nicht um eine Offensive der SU, sondern um eine Offensive der russischen Truppen, die seit einigen Tagen systematisch diese Verteidigung in dieser Richtung durchbrechen. Und in der Nähe von Kiew gab es diese letzte Gegenoffensive, die, wie wir sehen können, mehr im virtuellen als im realen Raum stattfand. Im realen Raum, das betone ich, gab es nur einen Beschuss der Stadt Kherson bzw. des Flughafens Kherson. Kommen wir nun zur Richtung Donetsk. Ich werde mich gleich korrigieren, der gestrige Durchbruch ist Herrn Konaschenko zu verdanken, der die Geografie nicht ganz verstanden hat. Und ich habe mich auf seine Daten bezogen. Es gibt also in der Tat eine Offensive der DNR-Armee. Es geht zählvoll. Es gibt also noch keinen wirklichen Durchbruch, aber einen Vorstoß durch die feindliche Verteidigung. Ein Vorrücken um mehrere Kilometer. Auch die Artillerie ist im Einsatz, alles wie ich in der gestrigen Meldung sagte. Es gibt nur noch keinen wirklichen Durchbruch.
Und auch die DNR Truppen begannen in der Nähe von Mariinka vorzurücken, sodass der Angriff auf Gorecko aus zwei Richtungen gleichzeitig erfolgt, aus dem Süden und aus dem Osten. Es ist klar, dass die Hauptaufgabe der Gruppierung aus Hovka darin besteht, Avdijivka zu umgehen und somit Avdijivka und die gesamte Donetsk-Gruppierung der ukrainischen Streitkräfte einzukesseln. Insgesamt ist bereits bis zur Hälfte von Severodonetsk von den ukrainischen Streitkräften geräumt worden, und ich gehe davon aus, dass wir heute, spätestens morgen, hören werden, dass diese Stadt und vielleicht sogar Baryshnoje vollständig von den ukrainischen Streitkräften befreit sein werden. So ungefähr sieht die Lage an der Front jetzt aus. Und in der Abendausgabe werde ich traditionell den Tag zusammenfassen. Das ist alles für jetzt. Auf Wiedersehen und bis heute Abend.